So, dann muss ich jetzt hier bloß noch die Quelle hinzufügen und fertig. Wunderbar. Jetzt ist das Bild schwarz-weiß. Okay, Leute, ich wollte euch hier mal die neue Webcam zeigen, aber irgendwas will ich ja gerade nicht. Wieso ist jetzt das Bild auf dem Kopf? Was passiert hier? Hallo und herzlich willkommen bei Turn On. Mein Name ist Jens und das sind sehr, sehr viele Webcams. Ihr habt das in den letzten anderthalb Jahren mit Sicherheit mitbekommen. Sehr, sehr viele von uns haben überwiegend von zu Hause gearbeitet oder haben von zu Hause aus Kontakt zu Freunden und zur Familie gehabt oder auch von zu Hause aus gelernt. Und das Beste, was man machen kann, um mit Leuten in Kontakt zu bleiben, ist nicht nur mit ihnen reden, sondern sie auch sehen. Und naja, wenn man nicht gerade mit einer Kartoffel filmt, dann soll das Bild natürlich auch irgendwie gut aussehen. Und da hat sich in den letzten Jahren vor allem im Webcam-Bereich einiges getan. Und wir wollen euch jetzt hier mal zeigen, wie so eine Preisrange von 17 bis 200 Euro im Webcam-Bereich aussieht und was das für euch so alles bringt. Also OBS ab. Fangen wir an mit 17 Euro die Trust Spotlight Pro. Das ist eine Kamera, die kann HD und ist sonst relativ statisch. Ich hab das Bild jetzt mal zugehalten, damit ihr nicht vorbelastet seid. Denn hier ist natürlich alles extrem gut ausgeleuchtet, damit das Bild für diese Kamera hier, das Hauptbild, für euch gut aussieht. Das ist nicht das richtige Set, das ihr auch normalerweise habt, wenn ihr zu Hause sitzt und der ganze Bereich ist dunkel und zum Beispiel nur der Monitor beleuchtet euch. Deswegen nicht wundern, wenn das Bild jetzt erstmal komisch aussieht oder anders aussieht. Wir haben hier jetzt hier die HD-Variante aufgenommen. So, jetzt gucke ich da unten mal rein. Na, da ist ja die Kamera. Das ist die HD-Variante. Ich kann es jetzt hier auch noch in OBS umstellen, dass wir die 640x480 Auflösung nehmen. Da haben wir ein bisschen mehr FPS, also ein bisschen höhere Bildwiederholungsrate hier. Sonst wischt sich hier die Hand relativ viel, wie man sieht, hin und her. Das ist kein schönes Bild. Das ist für ruhige, für Standbilder, keine Ahnung, wenn ihr zum Beispiel eure Haustiere überwachen wollt, ist das hier eine wunderbare Kamera, die reicht da komplett aus. Ihr habt sogar hier hinten noch die Möglichkeit, da wunderbar mit so einem Kabel etwas Licht anzumachen. Das heißt, wenn ihr irgendwelche dunklen Bereiche habt, das jetzt mal hier in die Kamera. Wenn ihr irgendwelche dunklen Bereiche habt, dann könnt ihr das damit noch ein bisschen ausleuchten. Aber so wirklich besonders und toll, man kann ja sogar noch mit dem Fokus rumspielen irgendwie. Genau, mal vorne so ein Rädchen. Für all diese Sachen ist das fein, wenn ihr jetzt wirklich damit arbeiten wollt, jetzt stundenlang Leuten euer Bild antun müsst und die müssen die ganze Zeit dieses ganze Bild hier sehen und das sieht nicht schön aus. Es überstrahlt super schnell, wenn hier ein bisschen Licht entgegenkommt. Wir haben hier vorher noch ein bisschen rumgespielt. Die ist dafür nicht gedacht. Nicht bei 17 Euro anfangen. Das hier ist die Microsoft Livecam HD 3000. Klingt atemberaubend gut, oder? Das Bild sieht auch gar nicht mal so schlecht aus, um ehrlich zu sein. Ein bisschen zu dunkel dafür, dass wir hier so viel Licht drin haben. Wir haben es gerade erst thematisiert. Aber man könnte jetzt theoretisch in OBS jetzt noch ein bisschen rumspielen. Das ginge. Wenn man sich die Kamera selbst aber anguckt, dann sieht man, dass das ein kleiner Knopf ist, der die Kamera darstellt. Das kennen wir von ganz, ganz, ganz alten Geräten noch. Von Nokia-Zeiten und Co. Das heißt, wir haben auch hier bloß eine HD-Auflösung und auch einen festen Fokus, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also so wirklich hin und her bewegen und Sachen zeigen würde damit jetzt nicht funktionieren. Wenn ich fest sitze und mich ein bisschen hin und her bewege, dann sieht das Bild aber absolut ausreichend aus. Und das bei einem Preis von 28 Euro. Wir haben hier, wie gesagt, starkes Gegenlicht. Eventuell wird dadurch jetzt noch ein bisschen was getriggert. Aber sonst, ehrlich gesagt, bin ich gerade positiv überrascht. Das ist die Logitech C922 Pro. Guckt euch mal dieses Bild an. Meine Güte. Ich hatte gerade vorhin schon mit den Kolleginnen hier gesprochen. Es heißt, das sei wohl eine der beliebtesten Kameras bei den Streamern. Ich kann mir gar nicht vorstellen, warum. Das ist jetzt hier ein Full-HD-Bild. Es sieht ausreichend gut ausgeleuchtet aus. Natürlich ist es fantastisch ausgeleuchtet durch uns. Aber es sieht hier ausreichend von der Darstellung her aus. Es kommt mit dem Gegenlicht super zurecht. Es passt sich dem auch an, wenn ich ein bisschen näher gehe. Der Fokus ist fein. Genau, der kommt hier auch hinterher. Ihr seht jetzt meine Hand, ich ziehe sie zurück. Und das schiebt sich nach. Ich kann es hier auf den Monitor packen. Ich habe hier so ein bisschen mehr als nur diese eine Halterung. Für einen Preis von 90 Euro aktuell ist das, wenn man damit arbeiten will, auf jeden Fall. Also, ich
bin erneut positiv überrascht. Es rauscht natürlich ein bisschen, aber es ist halt auch so ein kleiner Sensor, ne? Was will man machen? Ist ja keine richtige Kamera. Gleiches Preissegment haben wir jetzt hier die Razer Kiyo. Die ist ein, zwei, drei Jahre älter. Ich weiß nicht mehr genau, wann sie rauskam. Aber hier haben wir jetzt das Bild dazu. Sieht jetzt erstmal nicht so besonders berauschend aus wahrscheinlich. Kann daran liegen, dass hier viel zu viel Licht für diese Kamera drin ist. Denn die ist eigentlich dafür gedacht, dass man selber Licht benutzen kann. Wenn ihr also besonders, also so relativ nah dran seid und kein besonderes extra Licht habt, dann könnt ihr mit diesem Ringlicht gegenarbeiten. Es gibt auch Aufnahmen direkt von Razer, die natürlich Marketing sind, die ordentlich gut aussehen, bei denen man auch schon erkennt, okay, das ist jetzt nicht die beste Kamera, aber der Vorteil von Kamera und Ringlicht sind hier schon gegeben. Trotzdem strahlt das denn, wenn das Licht an ist, immer noch so ein bisschen in die Kamera mit hinein. Das sollte man bedenken. Von der Qualität her auch Full HD. Ich würde trotzdem jetzt eher bei der Logitech C922 bleiben, wenn ich jetzt von der Grundqualität her arbeite. Wenn ich jetzt aber eine Kamera suche, die direkt noch Ringlicht drin hat, weil das alles viel zu eng ist oder so, dann kann man sich schon die Razer Kiyo anschauen. Wir haben jetzt hier mal wirklich alles an Licht ausgemacht, außer das, was ihr wahrscheinlich anhaben werdet, wenn ihr mit Freunden zockt, wie das bei mir zum Beispiel ist, das alles aus. Ich habe nur so ein bisschen Philips Hue Light irgendwo noch an, sodass im Hintergrund ein bisschen was leuchtet. Ansonsten haben wir hier, das ist das Turn-On-Logo jetzt in dem Fall, ansonsten haben wir natürlich hier den Monitor, der leuchtet besonders viel. Aber ihr seht schon hier, das Bild ist immer noch nicht besonders gut. Wenn ich jetzt hier das Ringlicht anmache und auf volle Knall gehe, dann habe ich natürlich sehr viel Rauschen hier drin, aber das Licht, was jetzt fehlt, das ist drin. Wenn ich jetzt hier so ein bisschen runterregle, so, dann geht das vollkommen klar. Mein Gesicht ist ausreichend ausgeleuchtet, man sieht, dass ich da bin. Und hier würde ich sagen, gerade in diesen dunklen Bereichen, haben wir die Stärke der Razer Kiyo. Jetzt haben wir hier die Logitech Brio Stream 4K, das gute Stück hier. Das kann man so und so bewegen, aber leider nicht seitlich. Das finde ich ein bisschen schade. Als ich hier das Bild so ein bisschen angepasst habe, ist mir das aufgefallen. Ansonsten von der restlichen Bildästhetik her, ich weiß gerade nicht, in welche Kamera ich schauen soll, von der restlichen Bildästhetik her erinnert mich das total an die Logitech C922. Nur die hier kann jetzt eben, und das ist die große Krux, naja, 4K. Wann auch immer man unbedingt ein 4K-Bild braucht. Das könnt ihr selber entscheiden. Ich kam bisher noch nicht dazu. Und ich habe eine 500er Leitung. Bei mir geht auch immer nur Full HD raus. Aber immerhin habt ihr jetzt hier die kompletten Informationen. Ihr könnt hier so viele Daten verarbeiten, wie ihr möchtet. 4K vorhanden. 186 Euro kostet die Kamera aktuell. Im UVP damals waren es 250. Gerade hatten wir noch die Razer Kiyo, jetzt haben wir die Razer Kiyo Pro. Das gute Stück, das aussieht, als hätten wir hier ein richtiges Objektiv, aber jetzt halt als USB-Webcam. Ist hier direkt angeschlossen, das Bild seht ihr hier. Ich wusel jetzt mal ein bisschen mit den Händen rum, damit ihr seht, wie schnell auch der Autofokus reagiert. Kostet 209 Euro, Full-HD-Bild. Ja, überstrahlt natürlich auch jetzt hier wieder aufgrund der Situation, in der wir uns hier befinden, super viel Licht. Wir packen natürlich noch Aufnahmen rein, in denen es alles ein bisschen angepasster ist, in denen ihr seht, wie es in einer normalen Umgebung aussehen würde. Was mir aber auch in meiner Testphase, und wir hatten die Kamera jetzt hier schon in einem richtigen Test, da könnt ihr euch auch nochmal das Video dazu anschauen mit den ganzen Software-Features und Co. Was mir jetzt auch nochmal auffällt, ist, dass die Kamera sehr schnell den Fokus verliert und immer wieder nachreguliert, beziehungsweise auch hier von den Farben her so ein bisschen hinterher strahlt. Eigentlich ist das ein relativ gutes Bild, also von den Details und von der Schärfe her. Auch das erinnert mich jetzt direkt wieder an die C922. Aber die ganze Bildästhetik kommt an dem nicht so ganz ran, wenn ich das jetzt mal für meine subjektive Wahrnehmung hier mal einordnen soll. Alles in allem die Razer Kiyo Pro. Aber es muss nicht immer neue Technik sein. Ihr könnt auch das alte Smartphone benutzen, das ihr habt. Zum Beispiel ein Android-Smartphone oder auch ein iPhone und die Dinger dann einfach mit einer App wie DroidCam oder AppOcCam verbinden. In der einfachen Variante haben wir jetzt nicht so eine große Qualität, mit der wir arbeiten können. In der Pro-Version, wo man ein paar Euro für die App bezahlt, hat man das Ganze dann in der High-End-Qualität. Und das geht dann auch wirklich richtig gut und vor allem könnt ihr mit dem Telefon im WLAN oder so viel mehr herumspielen, ihr könnt damit rumarbeiten, ihr könnt mit euren Usern viel
viel besser interagieren, das zum Beispiel bei einem Küchenstream irgendwo in eine Ecke reinpacken, mit dem Smartphone und vor allem mit der Epoch Cam geht das immer sehr viel einfacher. Bin ich auch ein großer Fan von, vor allem, weil man keine neue Technik kaufen muss und mit, keine Ahnung, mit so 2, 3 Varianten wie einem ordentlichen Stativ habt ihr schon sehr viel mehr rausgeholt, als jetzt für 17 Euro eine kleine Kamera zu kaufen. So, bisher relativ nüchtern alles vorgetragen. Aber was ist denn jetzt mein Eindruck? Was halte ich denn jetzt von alledem? Ich bin überrascht, was es mittlerweile für USB-Kameras gibt. Das ist ja nochmal ein ganz separater Bereich. Wenn man mit einer USB-Kamera arbeitet, dann hat man, naja, auch nur ein USB-Kabel und mehr muss man nicht an den Rechner anschließen. Super praktisch. Wenn man mit einer richtigen Kamera arbeitet, dann hat man immer das Problem, dass man irgendwie eine Capture-Card, irgendwie ein Stück extra Hardware braucht, mit dem man arbeiten muss. Ob das jetzt von Elgato so ein Stick ist, den du per HDMI in den Rechner einsteckst oder ob du denn so eine Capture-Card direkt im Rechner am Mainboard drin hast. All die ganzen Möglichkeiten, die gibt es, kosten aber sehr viel mehr Geld. Und hier ist natürlich jetzt die Frage, braucht man das oder reicht eine von diesen USB-Kameras, die es hier gibt, mittlerweile schon aus? Immerhin geht es ja hier von 17 bis 200 Euro. Und einerseits könnt ihr natürlich erstmal selber entscheiden, wie das Bild, was bei euch angekommen ist, eurem Geschmack entspricht. Ich muss sagen, dass ich mich hier im Sweet Spot zwischen der Logitech C922 und der Microsoft Livecam HD 3000 finde. Warum? Einerseits, weil ich für 28 Euro nicht so ein Bild erwartet hätte und andererseits, weil ich für um die 90 Euro extrem überrascht bin, wie gut das Bild eigentlich ist. Diese Kameras sind jetzt nicht für Gamer gedacht, die sind nicht für Streamer gedacht, die sind eigentlich wahrscheinlich so für den, naja, Microsoft, für den Office-Bereich gedacht und natürlich haben die da auch eine große Beleuchtung, die sorgen immer dafür, dass man alles sieht, dass man wach bleibt, dass man arbeiten kann und wahrscheinlich sind die genau darauf angepasst und das ist perfekt für diese Umgebung hier. Ihr habt jetzt auch gesehen, wie die ganzen Aufnahmen aussehen, wenn das Licht mal aus ist. Jede Kamera haben wir in diesem Bereich getestet, damit ihr seht, wie das in einer auch schwierigen Konstellation ist, wenn wenig Licht vorhanden ist und wenn zum Beispiel nur von vorne der Monitor strahlt. Das sind alles schwierige Lichtbedingungen, in der jede Kamera mal mehr, mal weniger glänzen kann. Ich würde sagen, wie gesagt, also die 922, wenn ihr sie bekommt, weil sie anscheinend sehr oft ausverkauft ist. Ich frage mich, woran das liegt. Wenn ihr die 90 Euro überhaupt und anfangen wollt zu streamen, greift zu dem Ding. Wenn ihr unbedingt was für die Schule braucht oder ein bisschen mit den Kollegen irgendwie quatschen wollt, dann reicht diese 28 Euro Microsoft Livecam komplett aus, wie ich finde. Alles darüber hinaus hat einen bestimmten Use Case. Ja? Also diese 17 Euro Kamera hier, die da draußen ist, wofür ist die gedacht? Na, für stille Momente, wenn ihr irgendwie in bestimmten Bereichen einen Kellerabteil, jetzt mal blöd gesagt, oder einen Stall oder so ausleuchten wollt, wenn ihr sehen wollt, wie es den Tieren da geht, dann passt das Ding komplett dafür. Die große Kamera, die Kyo Pro 200 Euro, da habt ihr super viele Software-Features drumherum, die wir jetzt hier gar nicht beleuchten konnten, haben ein extra Video zugemacht. Wenn ihr all diese Sachen gebrauchen könnt, dann greift dazu. Wenn ihr unbedingt in einem dunklen Bereich arbeiten wollt. Ihr habt die Aufnahmen gesehen. Die Kyo, die ganz normale Razer Kyo, ist im Dunkeln überraschend gut und hat dann auch noch die Möglichkeit mit einem Sonderlicht, auch wenn man sehr viel von diesen Ringlichtstrahlen dann auf der Kamera sieht, mit diesem Licht zu arbeiten. Wenn ihr diesen Use Case habt, wenn ihr das braucht, dann greift zu der. Alle anderen sind da natürlich hinten dran. Und wenn ihr unbedingt in 4K aufnehmen müsst, warum auch immer, ich habe jetzt spontan keinen Anwendungsfall für, dann greift zu der Brio. So, das ist jetzt erstmal mein Ansatz. Schreibt mir eure Ideen, Vorschläge und Anregungen gerne unten in die Kommentare rein und ich bin gespannt, was ihr da noch so für Vorschläge habt. Ja, und natürlich, ne, die Droidcam, Epoch Cam, ihr könnt so viele Varianten machen. Geile Zeit für Streamer.